Es kann wirklich etwas mega, mega banal sein. Es muss nicht einmal irgendwie ein fertiges Produkt sein. Es kann irgendwie eine Idee oder ein Bild auf einen Zettel gemalt sein und dann mal irgendwie drei Leute vor die Nase heben und sagen, hey, was hältst du von dem? Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Adrian Schimpf. Er ist Gründer und Geschäftsführer von IVY. Das ist ein Tool für Marketingautomatisierung. Er macht aber auch noch ein paar andere Sachen. Wir kommen sicher darauf zu sprechen. Hallo Adrian, schön bist du da. Wie geht's? Anniko, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Definitiv, mich ebenfalls. Ich habe gesagt, du bist Gründer und Geschäftsführer von IVY. Was genau macht ihr? Ja, IVY ist grundsätzlich eine Marketing-Automation-Lösung, wie du schon richtig gesagt hast. Das heisst, mit uns kannst du E-Mails verschicken, natürlich das ganze Tracking und so weiter. Und dann kannst du aber auch anfangen, automatisieren. Also du kannst die E-Mails automatisiert rausschicken, du kannst ganz so einen Prozess abbilden. Was zum Beispiel alle Leute machen, ist so Umfragen oder Customer, also Kundenumfragen. Oder halt eben auch dann wirklich die klassische Marketing Automation, wo du dann so einen Sales Funnel hast und eine Reihe von Mails kannst verschicken, um halt den Kunden von deinen Vorteilen zu überzeugen. Also es geht meistens so entlang von einem Marketing-Funnel oder entlang von einem Sales-Funnel, wo du dann kannst so E-Mail-Strecken aufbauen. Okay, jetzt gibt es da ja schon einiges auf dem Markt in die Richtung. Was unterscheidet euch von anderen? Also ich bin vor allem eben darauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, so etwas aus der Schweiz, irgendwie das, was ich kenne, ist alles so ein bisschen eher amerikanisch. Was macht ihr anders? Also warum hast du gesagt, hey, es braucht nochmal etwas, ich starte jetzt mit dem? Ja, also ich habe nie gedacht, dass ich das mal werde machen. Ich habe nie gedacht, dass ich Mailchimp oder so werde Konkurrenz machen. Das war nie mein Ziel gewesen. Ich habe irgendwie, aber ich habe eben selber das Bedürfnis gehabt, und so bin ich drauf gekommen. Ich habe vor einem Zeitchen, was sind es, 5, 6 Jahre jetzt, habe ich mal Smolio.ch gegründet. Und das ist so ein Finanz-Fintech-Unternehmen. Also es geht darum, dass die Leute können, mehr Informationen, mehr Finanzwissen sich aneignen und eben darum, dass auch mehr Leute anfangen zu investieren. Die Idee war so ein bisschen, um den Vermögensgap zu schliessen, dass nicht die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, sondern eigentlich alle können investieren. Und so in dem ganzen Finanzumfeld sind natürlich dann Daten immer sehr heikel. Und wir haben dort mal eben Mailchimp genutzt. Und wenn du halt coole Automatisierungen willst machen, dann musst du eigentlich auch coole Daten haben. So das Shit-in, Shit-out-Prinzip. Und wir haben eigentlich dann relativ coole Sachen gewusst. Also wir haben gewusst, die Person hat irgendwie eine dritte Säule oder die Person verdient so und so viel oder hat vielleicht auch Kinder oder nicht. Aber um die Daten zu nutzen, hätte man sie nach Amerika schicken oder aus der Schweiz rausschicken. Das haben wir halt alles nicht wollen machen. Und so habe ich dann angefangen, nach einer Lösung zu suchen, wie kann ich das Ganze halt in der Schweiz behalten oder wie kann ich Daten auch bei mir behalten. Ich kann es eigentlich nicht mal rausgeben, überhaupt nicht rausgeben. Weil Daten sind ja eigentlich auch das neue Gold. Und der, der Daten besitzt, hat in dem Sinne natürlich auch einen gewissen Marktwert, denn, also für das Unternehmen jetzt auch einen gewissen Marktwert, wenn man die Daten sicher behalten. Ja, und dann habe ich angefangen zu suchen und habe eigentlich nichts gefunden. Und dann schlussendlich halt etwas Eigenes gemacht. Also es ist dann über verschiedene Stationen gegangen. Aber schlussendlich sind wir dort gelandet, wo wir jetzt IVY haben, mit unserem eigenen Brand in der Schweiz gehostet. Sehr flexible Lösung haben für, ich sage jetzt mal, eigentlich alle Arten von Unternehmen. Also das heisst, jetzt tun dir auch Daten bleiben in der Schweiz oder ist das so aufgebaut, dass die Daten effektiv bei euch im Kunden bleiben? Also eben du hast gesagt, hast du die Daten gar nicht rausgeben. Das heisst, als Unternehmen behalte ich jetzt meine Daten komplett bei mir und ihr bietet nur Software, seht aber meine Daten nie. Genau, also das ist auch nochmal etwas sehr Spezielles. Ich möchte jetzt nicht allzu technisch werden, aber wir haben eigentlich nur ein Hosting von diesen Daten für unsere Kunden. Also wir tun die Daten für unsere Kunden verwalten, aber theoretisch kann der Kunde angehen und kann uns rauslöschen. Also solange wir keinen Zugang haben wir, also solange es keinen Zugang gibt, so muss ich sagen, haben wir auch keinen Zugang auf seine Daten.
Also wir machen sicher nichts, wo wir irgendwie dann über alle Sekunden irgendetwas auswerten oder so und dann irgendwie wieder Werbung oder so irgendetwas schalten oder so. Also die Daten bleiben wirklich in der Hoheit vom Kunden. Und das ist einzigartig, also eben bin ich mir jetzt nicht so bewusst, aber das ist wirklich einzigartig, das machen die anderen nicht. Genau, im Normalfall werden immer alle Daten irgendwo zusammengefasst und dann über alle Kunden zusammen und dann auch wieder irgendwie ausgewertet oder so, um dann wieder irgendwelche schlaue Statistiken zu machen oder wieder irgendwelche Insights zu gewinnen. Okay. Jetzt ist Ivy ja eigentlich, also die Firma hinter Ivy ist Idea2. Du hast auch schon von Smolio.ca erzählt. Kannst du mal schnell so deine gesamte unternehmerische Karriere mal so kurz beschreiben, wie hast du gestartet, was passiert heute mit Smolio, warum hast du gewechselt und so weiter? Mhm. Also die ganze Geschichte fängt immer mit 16 an. Ich glaube, das erspart er jetzt. Aber ich habe schon immer gerne etwas gemacht. Ich habe mega Freude am Internet gehabt, schon als ganz, ganz Kleine. Habe ich schon irgendwie mit Frontpage noch irgendwelche Webseiten gemacht, mit so Leuchtschriften und ganz, ganz üble Sachen. Ja, mega schön. Ja. Nein, aber ich habe dann irgendwann hab ich dann einfach so die, also ich habe auch schon viel investiert, schon als 16-Jährige habe ich angefangen zu investieren in Aktien und habe dann immer wieder Leute zu mir gekommen und gesagt, hey, wie kann ich investieren? Und ich habe mir gedacht, ja, ist doch nicht so schwierig, machst so und so und so. Und irgendwie ist dann aus dem heraus, so an einem Sonntagmorgen ist dann so ein, habe ich mal gedacht, jetzt baue ich irgendwie eine App, die das einfacher macht zum Investieren, weil die aktuellen Lösungen sind alle viel zu kompliziert. Und irgendwann ist dann das wieder eingeschlafen, hat dann wieder sonst genug andere Sachen gemacht und es hat dann wirklich 1-2-3 Jahre, dass dann gerubert. Und ich bin dann dort mal bei der Swisscom gewesen und habe dann von dort aus aber dann doch mal wieder Lust bekommen, um etwas Eigenes zu machen. Und dann sind sie wieder vorgeholt und haben dann, also wir haben das nicht alleine gemacht, wir sind dann das Dritte gewesen. Und wir haben dann irgendwann entschieden, mal, also zumindest zwei von uns entschieden, um das jetzt Vollzeit machen, mal für ein halbes Jahr, um das mal auszuprobieren. Darf ich noch fragen, wie hat denn das Geschäftsmodell ausgesehen, dass du ein halbes Jahr, hast du dann einfach von mir Sparte gelebt und gesagt, wir investieren nur unsere Zeit, wir verdienen nichts, oder haben wir wirklich auch schon Umsatz generiert? Nein, wir haben überhaupt keinen Umsatz gehabt im Moment. Wir haben, also das Geschäftsmodell grundsätzlich wäre, dass man halt über Blogs auf uns aufmerksam wird. Wir können unser Vertrauen, wir können unser Wissen zeigen. Und dass man nachher über Services, also Entschuldigung, nein, dort mal ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben wirklich ein cooles Tool, wir bauen also ein Tool, das dir wirklich hilft zu investieren. Also wir haben wirklich wollen so ein, ja, ich sage mal, eine Art Swiss Quote, aber einfach viel, viel, viel einfacher und so mit Robo-Advisor, also wirklich Advisor, nicht einfach nur ein paar ETFs anlegen, sondern wirklich halt jemand, der wirklich dein Vermögen, das ganze Vermögen analysiert und das dann aufgrund von dem automatisch gewisse Vorschläge kann machen. Und das ist eigentlich die Idee gewesen, dort zu machen. Und über das haben wir dann, also wir haben immer danach gearbeitet, dann haben wir in dem halben Jahr an dem arbeiten und dann eigentlich das Tool schlussendlich verkaufen. Es sind dann solche zwei Sachen dazwischen gekommen. Das Leben ist ja immer ein bisschen komplizierter, oder vor allem ein Startup ist immer ein bisschen komplizierter. Wir hatten das Problem gehabt, dass die ganze, also es ist so die Phase gewesen, wo eigentlich die ganzen Banken gezwungen worden sind, um ihre APIs offenlegen. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, aber das war so eine Zeit gewesen. Da sind sie eigentlich von der EU aus so gezwungen worden. Und wir haben dann gesagt, super, oder? Das ist jetzt der Moment, um jetzt die Daten überall hineinsaugen und dann verarbeiten. Aber es ist einfach dann halt nicht ganz so einfach gewesen, wie man sich das vorgestellt hat. Die APIs sind nicht richtig bereit gewesen und jede Bank hatte dann ein anderes Format gehabt, also extrem kompliziert. Und wir haben dann, eben noch überlegt, um ein bisschen Geld zu sparen, um das aufzubauen, werden wir doch digitale Nomaden und gehen das halbes Jahr nach Südostasien. Und dann haben wir natürlich auch tiefere Lebenshaltungskosten und können das so in dem halben Jahr aufbauen. Und das hat in dem Sinne auch super funktioniert. Also, das ist super Zeit auf jeden Fall. Südostasien hat funktioniert, noch das Business nicht. Ja, genau. Respektive nicht so schnell. Also ja. Wir wirklich denken, in einem halben Jahr schaffen wir es, um halt irgendwie auch so viel Umsätze anzukommen, dass wir irgendwie nachher auch in der Schweiz wieder leben können. Aber wenn du nach einem halben Jahr dann zurückkommst und du solltest wieder deine Wohnung in Zürich finanzieren,
musst halt doch wo mehr kostet dein ganze Leben in Südostasien. Ja, genau. Genau, und dann haben wir uns überlegt, ja, wie können wir jetzt irgendwie wieder schnell an Geld ankommen? Zum einen, also, ja, zum einen das Molio finanzieren, ist das zumindest am Anfang der Gedanke gewesen. Mhm. Und so haben wir dann die Idea 2 gegründet. Und wir haben gesagt, hey, wir machen Consulting im Bereich Customer Experience Management, Prototyping und Marketing Automation. Mhm. Weil wir haben ja dann von Smolio aus schon das Wissen gehabt im Bereich Marketing Automation und haben das dann so in die Beratungs GmbH reingenommen. Okay. Und aus der Beratungs GmbH ist dann aber am Schluss Ivy entstanden. Genau, ja. Und dann war es dann eigentlich noch ein kurzer Schritt gewesen, dann haben wir dann, also wir, dann so, wir sind immer so ein bisschen Lean unterwegs, machen so MVPs, also machen da so Lean Startup, so immer so Iterationen, wo wir jetzt wieder irgendwie Hypothese geben, also sagen irgendwie das und das wollen wir erreichen, wenn wir das erreichen, dann machen wir weiter. Mhm. Und so haben wir dann aus der Idea 2 raus, haben wir dann gesagt, okay, wir haben den Marketing Automation Bereich, jetzt haben wir den mal unter dem Idea 2 Brand zuerst schon markten und schauen, ob das bei den Kunden ankommt. Und das haben wir dann eigentlich, ich glaube, ein Jahr, eineinhalb Jahre haben wir das dann gemacht. Und dann haben wir gesagt, also wir haben es ein Jahr lang gemacht und gemerkt, hey, mal, das funktioniert. Und dann haben wir nochmal ein halbes Jahr lang den neuen Brand, den Ivy Brand, den aufgebaut. Und jetzt machst du hauptsächlich Ivy? Genau, ja. Und was ist jetzt im Moment mit Smolio und aus dieser App entstanden, wo ihr wollt investieren? Wird da noch weiter geschafft oder habt ihr das mal begraben? Oder wie sieht das heute aus? Ja, es ist nur noch so eine Herzensangelegenheit von mir. Also so wirklich begraben habe ich es nicht. Wir investieren jede Woche noch ein paar Stunden in das. Aber im Moment ist vor allem ein Blog schreiben und so ein bisschen opportunistisch. Also wir haben den grossen App-Plan haben wir so begraben. Aber wir haben gemerkt, wir können auch rein über Blog schreiben, können wir schon sehr viel Wissen vermitteln. Spannend. Aber Fokus neu Ivy. Spannend ist eben insofern, weil es muss etwas nicht, oder es muss nicht immer die erste Idee, die man hat, die sein, die man nachher dann jahrelang macht und die gross wird. Und da alle Zuhörer, die sich vielleicht überlegen, mal etwas zu starten, nicht ganz sicher sind, es ist sich nie sicher. Es kann sich nachher so entwickeln wie bei dir und plötzlich ist man an einem ganz anderen Punkt und macht etwas, wo man sich am Anfang nie gedacht hätte, weil man irgendwie das Bedürfnis gesehen hat. Also starten lohnt sich immer, oder? Absolut, auf jeden Fall, ja. Aber wenn es immer, es ist wirklich extrem, manchmal, man getraut sich gar noch nicht so rausgehen am Anfang. Man hat auch noch gar nicht so etwas Gutes, oder? Wenn man mal starten will. Aber sobald man auf dem Markt ist und Kundenfeedback bekommt, hat man oftmals die wirklich gute Idee. Definitiv. Also, ja, und das ist aber auch das Wichtigste, jetzt meiner Erfahrung oder meiner Meinung nach auch, oder? Dass, wie du sagst, so der Lean-Gedanken starten. So schnell wie möglich die Kundenfeedbacks holen und schauen, ist man auf dem richtigen Weg, braucht das irgendjemand, was braucht er, wie kann ich es verbessern, dass es wirklich gebraucht wird und dass es den Kundennutzen auch entspricht und nicht im stillen Kämmerchen daheim Monate oder Jahre lang dran rumfielen und dann das Gefühl haben, jetzt gehe ich raus und alle wollen es. Meistens ist es dann nämlich genau andersrum. Ja, genau. Seit wann sind ihr jetzt mit Ivy unter dem Brand Ivy am Markt? Und wie hat es sich seither entwickelt? Wir haben im Sommer, also im letzten Sommer, haben wir es lanciert. Also etwa drei Vierteljahre jetzt. Und wenn ich auf eure Webseite gehe, sind ihr, glaube ich, 6 Mitarbeiter mittlerweile. Ja, genau. Ja. Sind die alle in dieser Zeit dazugekommen oder haben die auch schon vorher, für wo es noch unter dem Brand Idea 2 gestartet ist, dafür geschafft? Also Zara und ich haben es ja gegründet und die anderen sind gerade jetzt hinzugekommen, ja, im Laufe von dem, eigentlich alle im Laufe von dem Jahr dazugekommen, ja. Und bist du immer noch ein bisschen in dem Lean-Bereich rein und tun dir das selber finanzieren? Oder ist jetzt auch der Moment gewesen, wo du gesagt hast, jetzt wird es ein Case, wo ich Investoren suchen muss und schneller wachsen?
Das ist die Frage. Wenn man auf die Frage könnte, eine Antwort geben, oder ich mir selber, das wäre super. Das ist die Frage, tragen wir sicher schon seit einem Jahr mit uns um oder noch länger. Sollen wir Investoren suchen oder nicht? Es ist im Moment ist alles gebootstrapped, ist alles unser eigenes Geld drin. Also für Sarah und von mir. Und wir überlegen es uns einmal, ich glaube, so einmal alle ein paar Wochen kommt der Gedanke wieder auf. Oder zumindest bei mir, ich habe immer so im Hinterkopf, ob es sich nicht doch gescheiter wäre, noch irgendwie externes Geld reinzuholen. Mir donnert es gerade, ich weiß nicht, ob man es gehört. Ja, man hört es ein bisschen. Ja. Ein richtig krasser Donner gewesen, ja. Okay. Und warum? Ja, also, nimm uns mit in die Gedanken. Was sind denn so Pros und Kontras? Ja, also ich denke, es wäre sicher, man mehr Geld ist ja immer etwas Schönes, oder? Also wer sagt Nein zu mehr Geld? Ja, musst halt Firmenanteil abgeben. Ja, genau, ja. Aber das habe ich mittlerweile nicht mal mehr unbedingt so mein Hauptproblem. Also abgeben ist natürlich auch nicht schön, aber du willst ja nicht sofort irgendwie 50% abgeben oder so. Mhm. Oder? Und mittlerweile haben wir ja auch recht, haben wir ja Revenue, das heisst, wir müssen da wirklich nicht mehr so viel abgeben. Also es ist nicht mehr in dem Sinne ein Early Stage Investment. Also ja, ich möchte nicht, wie man es anschaut, aber es ist jetzt nicht mehr so ein Early Stage Investment, dass überhaupt kein Umsatz, sondern nur eine Vision da ist. Mhm. Also das ist mir noch wichtig gewesen, oder uns auch wichtig gewesen, dass man halt eben nicht so viel abgeben. Also man will sich etwas aufbauen, wo man dann ja, eben wirklich einen Umsatz hat, wo man kann zeigen kann, ob es funktioniert. Mhm. Kannst du etwas sagen zum Umsatz? Es wird immer mehr, es wird immer besser. Okay, und so plus minus, dass man so ein bisschen Zahl im Kopf hat? Oder also? Ja, wir können gerade so die Löhne zahlen im Moment. Ja. Okay. So wird es die Grössenordnung. Nach gut einem Jahr. Sechs, ja, also, wir sind seit dem 19. natürlich unterwegs, Januar 19, mit dem Consulting. Aber dort haben wir natürlich nicht mehr so viel können mitnehmen können. Aber ich sage jetzt mal, mit dem Marketing-Automation-Thema sind wir, ja, was wirklich ernsthaft seit eigentlich im Januar, also gerade kurz vor Corona, haben wir eigentlich wirklich uns entschieden, zum einen grossen Teil auf Marketing-Automation setzen. Das war eigentlich gerade im Januar 20 gewesen. Okay. Ja. Wie ist das Ziel, also eben, wenn man jetzt mal sagt, okay, Investoren lassen wir mal außen vor, aber jetzt im Bootstrapping rein, ihr habt ein paar grosse Kunden, habe ich gesehen, auf eurer Webseite. Und auf der anderen Seite auch ein paar grosse Partner. Mhm. Was ist konkret da der Unterschied? Also was macht ein Partner von euch und was macht der Kunde? Mhm. Wir versuchen so ein bisschen möglichst linear zu bleiben als Unternehmen. Das ist, das ist eins von unseren Philosophien, dass man sagt, hey, wir wollen eigentlich nicht, also wir wollen so klein wie möglich bleiben. Ich glaube, es geht allen so, wir arbeiten einfach auch gerne oder wir machen das gerne. Also ich möchte nicht ein Manager werden, ich möchte wirklich weiterhin können, irgendwie mit Kunden coole Projekte umsetzen oder halt noch wichtiger für mich eigentlich am Produkt coole Sachen bauen. Also ich habe meinen Background, habe ich gar nicht gesagt, ist Programmieren und dann bin ich so ins Management rein, Produktmanagement rein. Und dann bin ich über das Molio dann wieder zurück zum Programmieren gekommen. Und jetzt bin ich zum Teil auch bei ein, Sachen am selber Programmieren. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Spass macht. Also wenn du irgendwie kannst, ein neues Plugin machen kannst, wo dann wieder irgendwie etwas Cooles nachher daraus entsteht. Ja. Und also eben, wir möchten eigentlich möglichst klein bleiben. Und darum haben wir eben auch so viele Partner, die dann wieder gewisse spezifische Teile übernehmen. Zum Beispiel, also jetzt Swisscom ist Partner, oder? Habe ich gesehen. Was genau, machen denn die zum Beispiel? Ja, mit der Swisscom haben wir zum Beispiel jetzt eine Sales-Partnerschaft. Also wir haben verschiedene so Partner, wo sie eigentlich rausgehen zu den Kunden und mit den Kunden, dass eigentlich, also sie haben eigentlich den Kontakt zum Kunden, den haben wir gar nicht. Das heisst, sie beziehen auch von uns eigentlich einfach das Tool und erbringen eigentlich die Leistung oder die Services dann beim Kunden. Okay. Aber unser Ziel ist, oder ist es möglichst schnell am Produkt zu bleiben, am IT-Produkt zu bleiben und eigentlich nur Services zu bringen, dort, wo es nötig ist. Weil das müsste mir extrem wachsen, oder? Also sobald jeder, also wenn du Kundenkontakt hast,
musst halt wirklich auch fast, also musst mega schnell ein Customer Center aufbauen, wo dann nachher die Kundenanfragen beantwortet. Das sind sehr schnell sehr viele Leute. Und da versucht man halt eben wirklich eben schlank zu bleiben und das mit unseren Partnern abzudecken. Wo dann auch der Kunde vor Ort natürlich dann kennt, oder? Und mit dem schon eine gute Beziehung haben. Und wir dann einfach nur der Mittelmann sind dort oder der im Hintergrund stehen, dass wenn Sie Fragen haben zum Thema Marketing Automation, können wir das abdecken. Spannend, wie kommst du jetzt als so kleines Start-up-Unternehmen mit so ein paar Leuten an so grosse Partner her? Also klar, bei der Swisscom hast du vielleicht, ja, oder hast du vorher schon selber geschafft, dann hast du vielleicht schon Kontakt gehabt. Genau. Aber was ist zum Beispiel der nächstgrößte Partner von euch? Der nächstgrößte, wahrscheinlich die Deutsche Post. Ist vielleicht sogar noch Wie, größer als Swisscom. ja, wahrscheinlich schon. Wie kommt man an so einen Partner her? Ich glaube, so wie allgemein im Leben. Es sind Zufälle und das Netzwerk, wo dann irgendwie zusammenspielen. Also es ist eigentlich alles über das Netzwerk entstanden. Oder viele Sachen passieren über das Netzwerk. Also du Also kennst wir haben. jemanden, den du mal fragst und der hat wieder Kontakt dorthin und plötzlich redet man mit jemandem, der kann entscheiden bei der Deutschen Post. Ja, also die Deutsche Post hat konkret halt auch jemanden gesucht, also sie haben es halt einfach eine Lösung, oder, wo sie möchten natürlich auch vertreiben, denn, oder? Also sie haben natürlich auch ein Interesse. Und so ist man dann auf mich zugekommen, wir wollen ihre Lösung aufnehmen. Also bei der Deutschen Post ist es jetzt eine andere Partnerschaft, das ist eher eine Technologiepartnerschaft. Also mit der Deutschen Post können wir Print-Mailings verschicken. Also kannst kanalübergreifende Kampagnen machen. Also wenn einer auf die E-Mail nicht reagiert, schickst du ihm halt mal eine Postkarte heim, so in dem Sinn. Ja. Oder kannst halt wirklich, oder kannst du mal eine Geburtstagskarte heim schicken oder so, wo dann aber auch über IB personalisiert ist, also mit irgendwie Namen und Bildern und alles kannst du dann in dem Sinn customizen. Automatisiert. Genau, ja. Indem das quasi vordefiniert, wie soll das am Schluss ablaufen. Und wenn einer zum dritten Mal nicht aufs Mail geantwortet hat, bekommt er eine personalisierte Postkarte heimgeschickt über. Genau. Okay. Oder wenn du nicht in dem Sinne stalken, sondern etwas Schönes machen willst, kannst du eben auch eine Geburtstagskarte heimschicken, einmal im Jahr. Aber natürlich, ja, genau. Also, du kannst coole, auch sonst coole Sachen machen. Könntest irgendwie auch, weißt, so Sachen machst du erstmal online, schaust irgendwie, wer hat überhaupt Interesse an einem gewissen Thema. Schickst vielleicht 1000 Leute irgendwie ein Mail oder 10.000 Leute ein Mail raus. Und nachher an die, die draufgeklickt haben, an die könntest du nachher noch per Post irgendetwas teurer, spezieller, schöner schicken oder so. Einfach weil du quasi gesehen hast, er hat Interesse gehabt und gemessen hast, er hat geklickt, dann weißt du, oh, da ist wirklich Interesse rum, also verschicke ich dem jetzt spezifisch nochmal etwas im Genau. Funnel rein. Spannend, wer sind denn jetzt eure Zielkunden? Also ist das jedes kleine KMU oder sagst du, damit das Sinn macht, braucht es eine gewisse Größe? Wenn du vorher gesagt hast, hat 10.000 Kunden, hat ihr nicht jedes kleine KMU irgendwie 10.000 Kunden oder E-Mail-Adressen? Es ist wirklich extrem unterschiedlich von der Anzahl Kontakte, also bis nach unten. Also wir haben, und ich glaube, es ist wirklich, also ich finde auch KMU-Größe ist nicht unbedingt das Richtige, um das zu messen. Es ist eher, wie digital möchtest du sein? Hast du einen digitalen Vertriebskanal? Also wir haben zum Beispiel eine One-Woman-Show, die nutzt IVY extrem. Also die nutzt wirklich sehr viele Funktionen und der bringt es auch extrem viel. Weil sie einfach halt natürlich komplett digital unterwegs ist. Also sie macht Online-Webinars und Blogs und Instagram und so weiter. Also sie ist wirklich komplett in dem digitalen, auch Online-Coachings, sie ist wirklich komplett in dem digitalen Universum unterwegs. Und es ist auch ein Thema, also sie hat natürlich auch dann mit den Leuten baut sie eine längere Beziehung auf, den digital. Und sehen natürlich dann genau, wer auf was reagiert. Also wer ist das Webinar gekommen, wer ist wie lange im Webinar geblieben. Und all die Informationen kommen dann zurück ins IVY rein. Und dann kann sie wieder aufgrund von dem dann so Gruppen machen, so Segmente machen und dann die Leute wieder unterschiedlich ansprechen. Und wie kommt ihr jetzt in IVY zu diesen Daten? Also hast denn du Schnittstellen zu den Software, die sie bereits nutzt? Also eben vielleicht die Webinar-Software und machst du da customized ein API oder wie funktioniert da? Beispiel, wir haben ein Fitnesscenter.
Also das ist jetzt ein wahres Beispiel, oder? Wir haben da eine Software, wo wir unsere Kunden drinnen verwaltet, wo zum Beispiel Check-ins misst, wo man sieht, wer ist wann da gewesen. Und jetzt will ich das quasi kombinieren mit E-Mail-Automatisierung, dass ich automatisiert, eben wenn jemand jetzt zum Beispiel 4 Wochen nicht da gewesen ist, dem mal ein Mail mache, wenn er nicht reagiert, kommt er ihm vielleicht einen Brief über. Einfach so, um ihm wieder sagen, hey, komm jetzt wieder trainieren, du hast ein Abo, es wäre super, wenn du würdest trainieren, wir wollen doch, dass du deine Ziele erreichst und so weiter. Also, wie kommen wir jetzt an diese Daten? Also, hängt natürlich von der Software ab, wo du jetzt hast, oder? Mhm. Für das Beispiel oder allgemein. Die muss natürlich irgendwelche Schnittstellen zur Verfügung stellen. Und dann kannst du meistens, also entweder, also ich denke vorne anfangen, wir haben gewisse Standardschnittstellen, die man könnte nutzen. Und dann musst du eigentlich mehr gar nichts machen. Also dann kannst du es einfach, ja, dann geht es einfach. Und dann haben wir eigentlich auch einen von unseren USPs, oder dadurch, dass wir in der Schweiz sind, versuchen wir natürlich auch ein Schweizer Ökosystem aufzubauen zu Schweizer, so anderen Schweizer Software-Anbietern. Dass wir dann einfach können sagen, hey, look, XY, wir können das anbieten. Weil das wirst du bei einer grossen Mailchimp oder so, wirst du ja dann nie irgendwie können ein Plugin machen für dieses kleine Schweizer Tool, das du da hast. Also jetzt sind wir auch sehr flexibel und also schauen wir, dass wir wirklich auch dort einen Bezug, also Schweizer Bezug auch können warnen können dort. Und in deinem Beispiel weiss ich aber nicht, was du für eine Software hast, aber theoretisch können wir eine Schnittstelle bauen. Das wäre in unserem Interesse eigentlich auch. Oder wir machen da einfach irgendwie einen CSV-Export-Import. Das kann auch sein, oder? Ja. Was kostet Ivy? Also weißt du, muss ich doch nehmen, was ist Software as a Service? Mit was muss ich da rechnen? Genau, also wir fangen bei 16 Franken fangen wir an. Und für die Light-Variante und bei der Pro-Variante bist du, glaube ich, bei 89, wenn ich es recht im Kopf habe. Pro Monat? Ja. Okay. Genau. All in, also mehr gibt es gar nicht, das ist wirklich genau, alle Funktionen. Also es ist noch ein speziell, du hast gesagt, Software Service. Wir sind nicht in dem Sinne Software Service, weil wir hosten es für dich. Also jede Instanz ist einzeln. Oder wie ich am Anfang gesagt habe, mit den nicht irgendwie Daten vermischen und so. Sondern wir dann wirklich für jeden Kunden eine eigene Datenbank aufsetzen. Es ist ein Cloud-Business auf jeden Fall, aber nicht ein klassisches SaaS-Business. Aber ich bin ja viel zu technisch jetzt in die Tiefe gegangen. Wir können gerne einfach sagen, es ist ein SaaS-Business. Okay, also das wird monatlich gezahlt mit zwischen genau. 16 und 89 Franken. Genau, genau. Und okay. Dann wird einfach auf Rätsel Kontakt, wird es dann in die Tür. Auf eurer Webseite, habe ich gesehen, kann man auch auf Englisch umstellen. Du hast die Deutsche Post als einer der Partner. Am Anfang hast du gesagt, eben, dir ist eigentlich wichtig, so, dass das nicht nach Amerika geht, sondern dass es so in der Schweiz bleibt. Jetzt bleibt es ja sogar beim einzelnen Unternehmen. Ist denn schon das Ziel, internationalisieren, weltweit können die Lösung anzubieten oder habt ihr euch auf einen bestimmten Markt fokussiert? Also wir haben sicher für den Moment auf den deutschsprachigen Markt fokussiert. Insbesondere auch auf die Schweiz. Wir haben aber natürlich schon vor, um das dann vielleicht mal also, weiter auszubauen. Aber ich sage jetzt mal, es ist nicht mein, ich möchte mich wirklich fokussieren, darum eben auch an der zum Beispiel der Schweizer Eigenheiten gerecht werden, gewisse eben Schweizer Tools können einbinden, bevor wir eigentlich den nächsten Schritt vielleicht machen und rausgehen. Aber es wäre schon, es wäre sicher längerfristiges oder mittelfristiges Ziel. Aber ich möchte auch unsere Kräfte bündeln und nicht jetzt irgendwie alles aufs Mal zu machen. Okay, spannend. Nimm uns mal mit in die Zeit, wo du als digitaler Nomad in Südostasien warst. Wie ist das gewesen? Also ich kleine Info vorab. Wir, meine Familie, also mein Sohn, meine Frau und ich, haben vor so in gut einem halben Jahr mit dem Wohnwagen in Europa unterwegs gewesen, als digitale Nomaden. Und da ist es jetzt so auch persönlich, auf was muss ich achten, wenn ich arbeiten und gleichzeitig noch ein bisschen Zeit auch geniessen, dort wo ich bin. Und was sind so deine Erfahrungen gewesen? Es ist schwierig, das in einem kurzen Statement zusammenzufassen. Das darf auch länger sein. Gut, also, naja, also wir sind irgendwie gestartet mit dem Bus, machen ein halbes Jahr. Und haben eigentlich gedacht, hey, wir machen
im Monat an einem Ort und können dann, also machen eigentlich wie sechs Standorte drin, oder? Also das haben wir, also ich bin früher schon viel am Reisen gewesen, und ich habe gewusst, mein Ziel ist eigentlich wirklich nicht 100 Sachen zu sehen, sondern vielleicht eher etwas zu sehen, so also lieber 6 als 100 Sachen. Und dort dann wirklich eintauchen, das kennenlernen und dort wirklich leben, ist so ein bisschen mein Anspruch gewesen, dass ich wirklich mich nachher wirklich zu Hause fühle dort. Und dann, was man dann wirklich gemerkt haben, ist, dass eigentlich sogar ein Monat eigentlich zu wenig lang ist. Also Zum es ist, Eintauchen. ja, also du kannst zwar eintauchen, aber du tauchst ein, aber es ist halt wirklich, stell dir vor, was du einen Monat in der Schweiz lang machst oder wenn du normal schaffst. Du hast irgendwie den Abend, wo du vielleicht ein paar Stunden etwas machst. Du hast das Wochenende, je nachdem. Ich meine, wir sind dann bei einem Unternehmen aufgebaut, also wir haben sicher eher mehr geschafft als weniger. Das heißt, es sind dann wirklich ständig sind es ein paar Stunden, oder? Also dann hast du aus einem Monat hast du vielleicht irgendwie für, was sagen, eine Woche oder so, Vollzeit. Und du gehst dann zwar irgendwo, also was cool ist, du gehst dann irgendwelche Coworkings, lernst dort wirklich Leute kennen, lernst Locals kennen und es macht Spaß, du lernst dort wirklich Leute auch kennen, aber du hast nicht viel Zeit, um den grossartigen irgendwie einen Tempel anzuschauen oder irgendwie zu anderen Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Also das Problem ist mehr gewesen bei dieser kurzen Zeit nicht, dass du irgendwie zu wenig hättest können schaffen oder dass es wegen dem Schaffen kompliziert gewesen ist, sondern mehr, dass du einfach nicht ganz so tief hast können in die Kultur und in die Region eintauchen, wie du gerne hättest wollen. Also das sind beide Sachen, sind es gewesen, ja. Okay. Das eine ist das und das andere ist gewesen, dass natürlich jeder Wohnungswechsel und jeder Ortswechsel bedingt, dass du wieder neues Geld hast, neue Unterkunft hast, neue Scooter brauchst in Südostasien. Und halt einfach, du musst so 1 bis 3 Tage musst einfach wieder rechnen, wo drauf geht für jeden Wechsel. Und wenn du mit dem Bus unterwegs bist, ist natürlich super, dann hast du das wahrscheinlich weniger. Aber wir haben dann halt auch, also du willst dann auch ein bisschen, also wenn du so lange unterwegs bist und schaffen willst, oder musst du dann auch ein bisschen Ruhe haben und dann kannst du nicht irgendwo mit einem Backpack oder irgendwo im Massenschlag irgendwie liegen. Klar. Und dann musst du halt auch ein bisschen schauen, dass du dann irgendwie eine gute Unterkunft findest, wo einfach ein ruhig ist und einen gewissen Standard hat und irgendwie, ja, wo du dich auch wohlfühlst dann, oder wenn du ein halbes Jahr unterwegs bist. Spannend. Jetzt, seit du wieder zurück bist, ist das auch jetzt noch ein Thema? Oder bist du in der Zwischenzeit auch wieder mal so ein paar Monate neu mit hergegangen und hast von dort aus geschafft? Oder im Moment anderer Fokus genug gereist für den Moment? Nein, auf jeden Fall. Also mit Corona natürlich ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir sind im 17, 18 bin ich in Südostasien gewesen. Und seitdem bin ich eigentlich so ein bisschen 2 Monate da, 2 Monate weg. Also so, oder 2 Monate da, 1 Monat weg. Ist so ein bisschen mein Ratio gewesen. Je nachdem. Immer so ein bisschen, gerade nach Jahreszeiten, was gerade so gegangen ist, aber das wäre so ein bisschen mein Ziel. Dass du kannst, ja, weg und wieder zurückkommen. Wie organisierst du dein Team in den Phasen, wo du weg bist? Ist eigentlich genau gleich. Also, weil wir haben auch gar kein Office, oder? Also es ist, also mein Team ist im Moment in Bali, im Tessin, in der Schweiz und in Nigeria, glaube ich. Also Okay. es kommt wie gar nicht so drauf an, oder? Wir sind eh immer remote. Okay, und wie organisiert ihr da so steht's auch so? Also jetzt im Full Remote Team, wenn die Leute auf der ganzen Welt unterwegs sind, habt ihr einfach fixe Termine, wo ihr Sitzungen habt, oder ist es immer gerade so, wie es gerade ansteht? Oder was sind so die Learnings gewesen aus der Organisation vom Remote Team? Also wir haben einen Daily Check-in. Wir haben wirklich ein tägliches Meeting, wo wir Mittag machen, damit es auch für die meisten Zeitzonen passt. Und dort haben wir einfach, das ist mir jetzt noch wichtig, oder ich glaube auch vielen noch wichtig geworden, weil du hast dann wie so gar keinen Bezug mehr. Normalerweise kommst du irgendwie morgens ins Büro, trinkst den Kaffee zusammen, gehst für zusammen zum Mittagessen. Und am Anfang ist es so gewesen, hey, wir können irgendwie wochenlang eigentlich, wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun, schreibst vielleicht ein paar Slack-Nachrichten. Aber das war's, oder? Und dann hast du irgendwie so, du hast gar keinen Bezug mehr zu den Leuten, oder zu gewissen Leuten hast du dann gar keinen Bezug mehr, du siehst sie eigentlich gar nicht mehr. Ich meine,
was dann nicht 5 bis 10 Leute Team, wäre es ja eigentlich auch normal, dass du dann nachher da siehst. Und das andere ist natürlich, dass wir einfach ein Trello, ein Kanban-Board haben, wo wir unsere Tasks eintragen. Und über das, wir schauen eigentlich, dass eigentlich alle Tasks können asynchron abgeschafft werden. Dass wir eigentlich nicht müssen, dass wir grundsätzlich nicht müssen miteinander interagieren, sondern dass man möglichst frei an den Tasks arbeiten kann. Also jeder hat natürlich genau da sehr viel Freiheit, sehr viel Verantwortung. Und ja, sind eigentlich eher Ziele, die sie erfüllen müssen, oder die sie dann erfüllen, die sie sich zum Teil auch selber setzen. Dann. Klingt nach einem spannenden Arbeitgeber auch. Also, sucht ihr noch Leute, wenn jetzt jemand zulässt und denkt, hey, bei einem Startup arbeiten, cooles Tool, Schweizer Firma, remote arbeiten, kann man sich bewerben? Oder hast du gesagt, nein, im Moment ist eigentlich gut gefüllt, brauchen wir niemanden? Nein, absolut, ja. Wir suchen immer Leute, ja. Sehr, sehr gerne. Perfekt. Also, nur falls jetzt jemand zugelassen hat und gefunden hat. Klingt eigentlich noch spannend. Adrian, mega spannende Geschichte gewesen. Und jetzt mit Ivy haben wir einen spannenden Punkt. Du hast ja auch über Smolio, wo dann irgendwie nicht ganz so gekommen ist, wie ursprünglich gedacht, auch mal so ein bisschen, ja, ich wollte es jetzt nicht in der Lage sagen, aber eben, funktioniert nicht alles immer so, es ist nicht immer alles goldig. Was ist so dein grösste Learning aus dieser Zeit als Unternehmer? Das ist noch schwierig. Das größte Learning. Oder ich frage ein bisschen konkreter. Vielleicht bin ich auch falsch, aber ich kann mir vorstellen, so die Zeit, wo Smolio nicht ganz so funktioniert hat und dann gesagt hast, wir machen etwas anderes, aber eigentlich Smolio so das Baby war, ist das, wo gesagt hast, das wollte ich. Es war ja wahrscheinlich nicht einfach, um dich nachher von dem lösen und also so auf die Seite schieben und fast nichts mehr machen, sondern aufs Neue fokussieren. Was war in dieser Zeit so in deinem Kopf los gewesen und wie hast du dich gleich können zu dem entscheiden? Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr den Lean Startup gelesen habt. Das ist so ein bisschen meine Bibel eigentlich, wo ich da, mit der ist nicht mehr ganz so aktuell, aber trotzdem ist so das Buch gewesen. Und eine von der Erkenntnisse von der Dose war, er setzt dir ein Ziel, also eine Hypothese, die du eigentlich möchtest, dann messen oder erfüllen. Und je nachdem, ob das erreicht hast oder nicht, tust dich wieder anpassen, tust pivoten. Oder sagst du, vielleicht auch hörst du auf. Und ich glaube, das ist noch nie passiert. Also bei mir zumindest nicht. Du findest eigentlich, also du musst dir die Ziele so präzise setzen, weil sonst findest du eigentlich jedes Mal wieder irgendeinen Grund, wieso es jetzt genau das jetzt nicht, oder könntest du anders interpretieren, oder wieso die Zahlen nicht so aussagekräftig sind. Und du musst eigentlich, ja, du machst immer irgendwie weiter. Also du lernst zwar etwas, aber du so wirklich die Hypothese knallhart prüfen, ist extrem schwierig, wenn du Gründer bist und irgendwie die Vision im Kopf hast und irgendwie an das Baby glaubst. Ja, aber es gibt ja auch nicht nur schwarz und weiß. Ich meine, oder wenn du jetzt die Hypothese hast und irgendein ganz konkretes Ziel hast und dann hast du das nicht erreicht, hast aber 80% davon erreicht und bist viel, viel weiter wie vorher, ja, meine, dann hast du ja viel, also Führung genug gemacht, um weitermachen und zum sehen, es funktioniert, es geht halt vielleicht ein bisschen länger. Also dann irgendwie das Gefühl, okay, Hypothese nicht erreicht, anders machen, ist ja auch falsch. Also, ja, genau. Die Frage ist, hast du jetzt 80% erreicht oder hast du nur 1% erreicht? Also mir geht es genauso, wie du es jetzt sagst. Oder? Du hast schon immer mega viel gelernt auf dem Weg. Und ich glaube, das ist ja da, wo schlussendlich zählt. Immer Maffen hast du auch gesagt, egal was du machst, sobald du rausgehst und das irgendwie gehst validieren, wirst du so viele Sachen mitnehmen, wo dich irgendwo weiterbringen. Also das heisst wirklich einfach machen und immer weiterentwickeln und überlegen, reflektieren. Perfekt, mega cool. Adrian, völlig auch spontan. Wenn jetzt jemand sagt, Ivy klingt mega cool, möchte ich mal ausprobieren, können wir auch irgendeinen Special Deal machen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer? So ganz spontan. Ja, ich denke, wir könnten, was willst du sagen, lange das? 50% einen Monat. Dass man mal den ersten Monat mit 50% kann testen. Mit was müssen die Leute machen dafür, dass sie das überkommen? Irgendeinen Gucci-Code oder?
Hast du irgendwie, kann ich dir einen Link geben oder so, einen Gucci-Code könnt ihr da geben, ja. Natürlich. Findet ihr in dem Fall alles verlinkt in den Shownotes auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch. Und wer das Video auf YouTube schaut, unterhalb vom Video hat es den Link drin. Die wir nachher uns noch kurz kabeln, habe ich jetzt wirklich ganz frech mitten in der Folge innen gefragt. Wenn du jetzt, also wir sind ziemlich am Schluss, ist eine mega spannende Geschichte gewesen. Wenn du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörer erwähnt hast, ihr das eigene Ding bereits gemacht haben oder machen oder sich überlegen zu starten, einen einzigen Tipp könntest du mit auf den Weg geben. Was wäre das für einen? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also wir haben es leider schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es nochmals sagen, aber wirklich einfach rausgehen, möglichst früh irgendwie. Also es kann wirklich etwas mega, mega banal sein. Es muss nicht einmal irgendwie ein fertiges Produkt sein. Es kann irgendwie eine Idee oder ein Bild auf einen Zettel gemalt sein und dann mal irgendwie drei Leute vor die Nase heben und sagen, hey, was hältst du von dem? Mhm. Es muss wirklich nicht poliert sein und dann einfach raus. Ja. Perfekt, da kann ich nichts hinzufügen. Würde ich sofort unterschreiben und dann mit, also vor allem potenziellen Kunden natürlich zeigen, dass man von denen auch das Feedback hat. Wenn jetzt jemand sagt, der Adrian, spannender Typ, coole Idee, ein wie cooles Produkt oder coole Software, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Auf LinkedIn am einfachsten. Dort einfach auf, unter Adrian Schimpf gibt es, glaube ich, der erste, vielleicht der zweite. So viel gibt es mit meinem Nachnamen nicht. Und sonst natürlich über Ivy. Wir haben ivy.ch/autor/Adrian. Dort findet ihr auch meine ganzen Kontaktinformationen. Perfekt. Wird natürlich auch alles verlinkt in den Shownotes und überall, wo ich es vorher schon gerade gesagt habe. Adrian, merci viel mal für deine Zeit, fürs Teilen von deiner Geschichte. Ganz viel Erfolg weiterhin mit Ivy. Und ich hoffe, wir sehen uns mal auch noch im Live. Sehr gern. Hey, danke dir vielmals. Mach's gut. Ciao, Adrian. Ciao, Nico. Danke.